stand 100 feet, but I fall when I'm around. Show me an open door, and you go and slam it on me. But I can't take anymore. I'm saying, baby, please have mercy on me. Schon geil. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs. Ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Please, oh, please have mercy on me. I take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me. You keep telling me. Hallo, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Wie heißt ihr? Wo kommt ihr her? Wie alt seid ihr? Charlene Galland. Ich bin 32 Jahre alt. Ich komme aus Südafrika, aber wohne jetzt in Deutschland. Oh, nice. Sehr schön da. Ich bin Florian Galland, bin 35 Jahre alt und komme aus Mutterstadt. Galland. Perfekter Name eigentlich. Seid ihr beide verwandt? Wir sind verheiratet. Ah. Genau. Schön. Ja, wir sind verheiratet seit 12 Jahren jetzt. Und ich habe sie im Fernsehen gesehen. Warum warst du im Fernsehen? Ich habe in einer Kirche gearbeitet und die hat so eine Global Channel. Ja. Ah, okay. Und du hast Kirchen-TV angeguckt und dann war sie plötzlich da. Ich war beim Kumpel zu Hause und der hat den Channel Lauf gehabt und dann habe ich sie gesehen und kannte den Gitarristen, habe ich gesagt, bitte gib mir die Nummer. Und dann, ja. Wir haben dann 2 Monate Kontakt gehabt ein bisschen und dann bin ich runter und wir haben nach 3 Tagen geheiratet. Nein. Was? Also sie hat in Südafrika in der Kirche gestanden und gesungen und du hast es in Deutschland im Kirchen-TV gesehen. Okay, also wenn das nicht irgendwie Bestimmung ist, dann weiß ich auch nicht, ey. Und dann habt ihr nach 3 Tagen geheiratet. Genau, also ich musste noch ihren Vater fragen und dann bin ich halt runtergeflogen nach 2 Monaten. Am 2. Tag habe ich ihren Vater gefragt und habe gesagt, hey, wie sieht's aus, kann ich deine Tochter heiraten? Und dann war das cool, ne? Dann haben wir nächsten Tag geheiratet. Und sag mal, macht ihr das quasi auch in der Kombination beruflich oder als Hobby? Oder wie muss man sich das mit euch vorstellen? Also ich bin Musiker und sie Mama. Ja, ich habe so eine Pause gemacht. Ich war so eine Mama für eine Weile. Und dann danach habe ich auch angefangen zum Tätowieren. Und du übst dann immer an Florian, ja? Ja. Ja. Ich finde, ihr seid so ein cooles Paar irgendwie. Man muss auch nach 12 Jahren mal wieder ein bisschen Pep reinbringen, weißt du? Ja, ich meine, bei Nico und mir, wir sind jetzt hier im 2. Jahr zusammen. Ich sag mal, das war von Anfang an scheiße. Ja, ich glaube nicht, dass wir einer mit rosa Haaren und der andere mit voll tätowiert enden wird. Also so eine Beziehung wird es, glaube ich, nicht bei uns geben. Wäre so lustig, wenn du plötzlich Tätowierer würdest, Nico, und dann Marc übst. So an das mir alles wiederum fände ich ganz geil. Ja. Mr. und Mrs. Galant, ihr seid eine Erscheinung, ne? Ihr seid schon wirklich, also echt cool anzusehen. Und das ist natürlich eine unglaublich coole Geschichte. Man merkt auch, dass ihr lange zusammen Musik macht. Man hat es auch gemerkt bei der Zweistimmigkeit, die war wirklich super genau. Irgendwann war mal das Timing hier und da. Ich glaube, es aber ist haben da. Sie wieder gekriegt. Genau, die haben sich wieder gekriegt. Und sich dann aber trotzdem noch mal zu fangen, das ist die größte Stärke. Und das muss ich bewundern. Das finde ich richtig, richtig cool. Vielen Dank. Ihr habt ja fantastische Coaches, die sich umgedreht haben und könnt euch jetzt quasi einen aussuchen. So galant wie ich bin, gebe ich natürlich, du darfst entscheiden, wo wir hingehen. So, ja, das ist schwierig.
Ich würde sagen Mark. Oh! Oh! Aber wärst du, also hat sie das jetzt einfach entschieden und du wärst lieber zu Nico gegangen oder ist es auch für dich in Ordnung? Ich hab alleine entschieden. Okay, dann vielen Dank, Charlene! Ich freue mich sehr, euch abzuhören. Ihr habt, glaube ich, echt da draußen 4 Coaches, die Fans sind. Und vor allem habt ihr jetzt einen, der euer Coach ist, Mark Forster. Also, willkommen in den Battles erstmal. Super geil.